Das ist echt saugeil. Stellt euch das mal vor. Link, ja, du hast das Master Sword gefunden. Du könntest jetzt die Welt retten, aber nö, ich geb's dir nicht. Hallo. Ja, was soll denn sonst mal... Oh, und ich renn noch rein. Scheiße. Was soll denn das Schwert jetzt sonst da? Soll's verrosten, oder was? Verrosten ist besser, als wenn du das dem gibst. Der weiß nicht, was er damit machen soll. Er kämpft ja nur sonst stundenlang mit seinem Grippeschwert halt durch die Gegend. So was Dämliches, das verstehe ich jetzt nicht. Hm. Master is using this and you can have this oder so irgendwie. Was heißt denn das? Ja, toll, nicht auf den Bildschirm geschaut. Ja, im Endeffekt hat er mir doch damit nur mitgeteilt, dass irgendein Master das Ding benutzt hat und jetzt darf ich es benutzen. Da komme ich jetzt irgendwie nicht drauf klar. Hä? Vor allem mit dem Hintergedanken, dass ich eigentlich von dem Spiel ausgegangen bin, dass man dass man da jederzeit überall hingehen kann, wo man will, und das funktioniert immer, weil das Spiel einfach nicht darauf spezialisiert ist, du musst jetzt dann und dann dort und dort hin, sonst funktioniert überhaupt nichts. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum ich das Master Sword nicht benutzen kann. Tja, Moment mal. Dieser Felsen kommt mir nämlich gerade seltsam bekannt vor. Ja. Nee, doch, es war da. Geil. Oh, Mann. Take anyone you want. Wie, für Lau? Ich hab... Okay, Leute, ich bin gerade so stolz auf mich selber, dass ich hier... Ah, schade. Dass ich hier Geheimnisse finde. Und alles nur dadurch, dass ich noch irgendwie Bilder von Zeitschriften im Kopf hab. Ach, wie genial. Ja gut, jetzt ist aber so, dass Latein bei mir eigentlich am Ende von wegen Geheimnisse finden. An mehr kann ich mich absolut nicht erinnern, jemals gesehen zu haben von dem Spiel. Aha, hier kann man wieder Sachen kaufen. Aber warum kann man schon wieder Kerzen kaufen, wenn die doch unendlich viel geben, lang bleiben? Komisch. Na komm jetzt her. Oh, nicht so. Na, ja, treff mich gleich 5-mal. Oh, ich hasse diese Biester. Ich habe die immer schon gehasst. In jedem Teil. Und hier sind sie richtig nervig, weil man nicht weiß, auf welcher Ebene sie springen. Oh. Was ist mir fehlt, die mir nicht volle Energie gibt? Was ist denn das? Naja. Laufen wir mal weiter. Und zwar, ja, mal hier hin. Oh. Das sieht seltsam aus. Show this to the old woman. Aha. Alte Frau. Ah, vielleicht die Frau, die wir einmal getroffen haben, die überhaupt nichts redet. Das könnte sein. Aber wo die jetzt war, die war irgendwo relativ weit am Anfang noch, glaube ich. Oh, aber da kommt gerade was dazwischen, nämlich ein Dungeon. Ach, nee. Let's play Money-Making Game. Hä? Und wie soll das gehen? Ich habe sowieso nichts dabei. Gut, ist egal. Okay, es war kein Dungeon. Und dann... Boah Gott, warum habe ich denn den Schluck auf? Das ist ja widerlich. Das ist jetzt natürlich ein ziemlich weiter Weg. Bis zurück. Oh, ja, super. Na gut, dann gehen wir einfach mal auf einem anderen Weg zurück, als wir hergekommen sind. Vielleicht entdecken wir ja noch was Feines. Oh, Mann. Schon wieder so eine komische Holzplanke. Hä? Noch mehr Holzplanken. Super. Ich... Komm schon. Nee, ein Herz. Ach, Mann. Was? Nee, auch ein Herzteil. Und ich kann nicht hin.
Soweit ich weiß, gibt's nämlich bei diesem Spiel noch kein Springen. Oh nö. Was ist das? Gib mir Heilung! Oh Gott! Ach, super. Brauche ich alles nicht. Ich habe sowieso kein Geld dafür. So. Also die Welt ist gar nicht so riesig. Ja. Die Welt ist gar nicht so riesig, wie ich eigentlich gedacht habe. Das geht alles. Das hält sich echt in Grenzen. Da kann man sich vielleicht sogar nach ein paar Stunden ein bisschen routinemäßig was merken, wo was war. So wie ich das jetzt gerade versuche zu rekonstruieren, wo diese Frau gewohnt hat. Ich glaube, das war dort. In dieser Höhle. Und? Ja. Tatsächlich. Nee, ich möchte das... Nee. Ja, da... Das möchte ich. Buy medicine before you go. Viel zu teuer. Warum habe ich jetzt überhaupt mit dir... Ach. Okay, das war total überflüssig. Ich dachte, die gibt mir jetzt irgendeinen coolen Hinweis, wo ich was finden könnte. Oder zum Beispiel wie das Rätsel oben mit diesem blöden, hier, mit dem Labyrinth funktioniert. So ein Mist. Juhu, kann ich mal Medizin kaufen für 68? Oder ich gehe hier hoch und heil mich. Nee. Ja, aber dann gibt's hier auch noch das hier. Wobei mir das auch irgendwie bekannt vorkommt. Moment. Nee. Keine Ahnung, ob hier irgendwas war. Ich habe irgendwie im Kopf, dass irgendwas mit so einem Baum hier an der Stelle war. Aber scheint dann wohl doch nicht. Das muss ich sagen, geht mir gerade ein bisschen auf den Keks, dass ich nur einmal hier so die Karte benutzen kann. Das verstehe ich auch nicht, warum. Aber mittlerweile sind selbst die kein Problem mehr, obwohl man nicht auflevelt. Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Und ich habe ja auch nichts Stärkeres bekommen, aber ich stelle mich gerade so unglaublich blöd dran. Ey, was ist denn jetzt wieder los? Oh Gott. Hallo. Oh. Das war unglaublich unfähig. Links. Oben. Unten. Ne? Oben. Unten. Links. Nö. Oben. Ne, unten, oben, links. Nö. Oh, slower. Links. Unten. Oben. Nö. Oben. Ja, es ist blöd. Ich weiß leider nicht, was ich hier machen muss. Nee, das führt zu nichts. Gehen wir hier wieder raus. Kann ich mal auch... Oh, und ich weiß doch, dass es funktioniert, wenn ich nichts mache. Was wollte ich sagen? Ah, wahrscheinlich, ja, entweder ich bekomme darauf noch einen Hinweis oder ich muss mich irgendwann wirklich da hinsetzen und ausprobieren, aber das mache ich nicht onscreen. So, und jetzt sind wir nämlich unter dem Wegekreuz und ich gehe jetzt nicht wieder da oben rauf und zu schauen. Hey, was ist das denn? So, pay me and I will talk. Und ich habe schon wieder kein Geld dabei. Die könnte mir eventuell einen Hinweis geben, was ich da machen muss. Okay. Oh. Super.
So, Leute, aber ich kack so langsam wieder ab. Ich würde sagen, ich speichere das hier. Schnubbi! So, und wir sehen uns bei der nächsten Runde Legend of Zelda.